Ein halbes Jahr hat das Leben von Heiko Herrlich verändert. Für ihn begann die Saison glänzend in der Bundesliga und im Pokal. In 12 Spielen erzielte er 10 Tore. Dann im November der Schock. Die Diagnose Gehirntumor bei Dortmunds Stürmerstar Heiko Herrlich drängt alle Fußballmeldungen in den Hintergrund. Er hat sowohl den Arzt als auch uns gebeten, auch die Öffentlichkeit zu informieren. Das hat uns schon alle geschockt. Also das sind doch Dinge, das sind ja die, ich sag mal, Kleinigkeiten jetzt mit unseren Ausfällen. Das kann man sicherlich nicht vergleichen. Heiko Herrlich ist nur kurz am Boden. Auf der Mitgliederversammlung seines Vereins informiert er per Video über sein Schicksal. Auf meinen Wunsch hin wurde die Diagnose öffentlich gemacht. Ich bin froh, dass es nicht zu wilden Spekulationen gekommen ist, sondern dass jetzt Klarheit über meinen Gesundheitszustand herrscht. Ich bin optimistisch und hoffe, gesund zu werden, um dann wieder für den BVB spielen zu können. Der Zuspruch ist gewaltig und Heiko in den Stadien allgegenwärtig. Und auch der Nachbar in Schalke wünscht alles Gute. Dann wird es still um ihn. Nur im Internet ist Herrlich für die Fans noch zu sehen. 3 Monate später im März. Pressekonferenz. Der Sportler ist geheilt, aber geschwächt. Ich bin ja da in der Bittermark immer gelaufen. Und da ist ja so ein Altenheim in der Nähe. Und da hat mich ein 80-Jähriger überholt. Gegen Leverkusen ist er wieder unter ihnen, vorerst auf der Tribüne. Und im April beginnt das langsame, aber sorgfältige Aufbautraining. Das Lachen und sein Ballgefühl kehren zurück. Das Leben mag für Herrlich neu begonnen haben und vielleicht wird er bald wieder so jubeln können. Herzlich willkommen im Sportstudio Heiko Herrlich. Heiko, als mich die Leute gefragt haben, wer kommt denn am Wochenende ins Sportstudio und ich habe gesagt, Heiko Herrlich, haben sie alle gesagt, wow, wie geht's ihm denn? Erzähl sie mal oder erzähl du mal, du hast mir das Du angeboten diese Woche. Ja, klar. Wie geht's dir? Nee, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich trainiere schon ein bisschen mit, ich kann laufen, kann auch wieder essen, was für mich ganz wichtig war, weil nach der Strahlentherapie ich doch unheimlich viel Kraft verloren habe und Appetit und konnte auch eine ganze Zeit lang nichts essen und so und musste immer wieder mich übergeben, auch als ich angefangen habe zu laufen. Aber jetzt die letzten Wochen, seit die Haare wieder gekommen sind, spüre ich auch deutlich, dass es aufwärts geht. Du hast es ja erst öffentlich gemacht, ganz bewusst, hast Borussia gebeten, das auch für dich zu tun, in deinem Namen, bist dann auch rausgegangen mit der Diagnose, hast dich dann eher zurückgezogen. Und deshalb wollen wir uns heute auch die Zeit nehmen, alles noch mal Revue passieren zu lassen. Alles fing ja an in dem Spiel gegen Kaiserslautern. Da hast du gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Wir schauen uns noch mal Szenen aus diesem Spiel an. Was war los? Also ich hatte am Abend vorher schon zu unserem Vereinsarzt gesagt, dass ich Probleme habe mit dem Sehen. Da lag der Stefan Reuter neben mir auf dem Massagebank und ich habe den doppelt gesehen. Und ich habe halt gedacht, meine Augen sind schlechter geworden. Im Nachhinein wissen wir natürlich, dass ich einen Hirntumor hatte. Das hat nichts mit den Augen zu tun, sondern der lag genau im Koordinationszentrum. Und ich konnte die Bilder nicht mehr koordinieren. Und deshalb auch den einen oder anderen habe ich den einen oder anderen Ball auch nicht mehr getroffen. Ich habe nach dem Spiel gegen Kaiserslautern dann noch 2 Spiele gemacht. Eins hier in Mainz gegen Wien, habe sogar ein Tor gemacht. Wir sind da weitergekommen. Und bei meinem letzten Spiel gegen Bayern München auch noch das 1:0 gemacht. Da ging das phasenweise wieder, aber ich bin oft bei langen Bällen 2-3 Meter daneben gestanden und konnte ihn nicht mehr richtig einschätzen. Und dann irgendwann gab es ein Training und da hast du gemerkt, es geht gar nicht mehr. Lars Ricken hat dir Bälle zugespielt.
Und dann? Ja, wir haben so ein Flankenspiel gemacht und ich bin bewusst auf dem kurzen Pfosten stehen geblieben. Und er hat mir immer wieder flach die Bälle reingespielt und ich habe von 5 Bällen 4-mal drüber geschlagen, denn überhaupt nicht getroffen. Die Leute hinterm Tor, unsere Renner, die haben mich ausgelacht, wussten ja auch nicht, was los ist. Und dann bin ich halt zu dem Uwe Neuhaus gegangen, unserem Co-Trainer, und habe gesagt, da stimmt irgendwas nicht. Der Augenarzt hat mich dann zum Neurologen überwiesen, der hat einen Kernspind veranlasst. Da musste ich dann am Tag vor dem Hertha BSC Berlin-Spiel dann da rein und wollte eigentlich da schnell raus, habe gedacht, ja, meine Augen sind jetzt halt schlechter. Und das wird schon wieder. Und dann haben die mir gesagt, als ich raus bin, ich muss kurz liegen bleiben. Sie müssen den Oberarzt fragen, wegen Kontrastmittelspritzen. Und da wusste ich schon, dass irgendwas nicht stimmt. Ich meine, ich habe das so eine Situation mit meinem Vater erlebt. Der ist auch an Krebs erkrankt und auch, hatte auch einen Gehirntumor. Und die Frage ist ja auch schon, wie man das Ganze näher gebracht bekommt. Bei meinem Vater war es ein Schock. Also die Ärzte kamen und sagten, Herr Steinmeier, tja, das war es dann wohl so ungefähr. Zum Glück war es nicht so. Und es geht ihm heute auch wieder recht gut. Aber wie hast du dann gemerkt, dass es auf Leben und Tod geht? Ja, am Anfang hatte ich das Gefühl, man will mir nicht so richtig sagen, was los ist. Man hat mir dann schon gesagt, dass es ein Tumor ist im Mittelhirn. Und ich war dann praktisch, bin dann entlassen worden aus dem Krankenhaus. Und meine Kollegen haben gegen Berlin gespielt und ich habe halt dann mit meiner Frau zusammengesessen. Und da haben wir gesagt, ja, das wird operiert. Als Sportler hat man einen anderen Bezug zur Operation. Und am nächsten Tag kam der Dr. Preuß zu mir, der mich die ganze Zeit eigentlich da betreut hat und was für mich menschlich unglaublich war, was er da geleistet hat. Und dann sage ich zu ihm, ja, Doc, operier mal, ist kein Problem. Und dann guckt er so auf den Boden und sagt, ja, Heiko, an der Stelle kann man nicht operieren. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, geht's jetzt doch um Leben und Tod? Und dann nickt er. Und ab da wusste ich Bescheid, was läuft. Ne? Also man muss das sagen, im Mittelhirn, das muss man vielleicht erklären, da laufen alle lebenswichtigen Zentren zusammen, alle Lebensfunktionen laufen da durch die Bahn. Und wenn man da eingreifen würde, ist es sehr schwierig zu operieren. Du warst damals, deine Frau war im dritten Monat schwanger. Du hast erzählt, ihr hattet, als der Doc reinkam, noch die Prospekte dort, also für die Babys. Kinderbücher und so. Wie hast du das zusammengekriegt und wie hat deine Frau darauf reagiert? Also meine Frau war von Anfang an unheimlich stark und hat eigentlich nie das aufkommen lassen, dass ich mich durchhängen lasse. Aber ich habe auch spontan, als der Dr. Preuß das mir gesagt hat, bin ich natürlich aufgestanden, habe geheult und habe ich gesagt, ich hatte so ein schönes Leben bisher, so viel Glück. Ich habe eine schöne Jugend gehabt, ich habe wunderbare Eltern. Meine Jugend war zwar schwer, aber ich habe eine glückliche Frau, eine glückliche Ehe, eine wunderbare Frau gefunden. Und das waren wunderbare Jahre. Dafür danke ich Gott. Wenn das jetzt der Weg ist, den er mit mir vorhat, dann ist das zwar bitter, aber dann nehme ich das an. Ich kann nicht sagen, ich glaube an Gott, wenn alles wunderbar ist und wenn es scheiße läuft, ja, ist alles schlecht. In der Zeit sah es ja wirklich ganz schlecht aus, muss man sagen. Die Position des Tumors, schlimmer geht es eigentlich nicht. Es kommt dann noch auf die Frage an, die Art des Tumors, wie die aussieht. Ja. Aber du hast gesagt, in dieser Zeit, als du eigentlich mit dem Schlimmsten rechnen musstest, das war die glücklichste Zeit, fast, die du erlebt hast. Wie kannst du das erklären? Ja, ich habe halt dann gebetet und habe, um innere Ruhe zu finden. Natürlich hatte ich auch Angst, ganz klar. Aber irgendwo war wie so eine Situation, wo ich mich darauf einstellen musste, ja, das kann es jetzt gewesen sein. Und habe versucht, meinen ganzen Scheiß, den ich in meinem Leben gebaut habe, auszugraben und das zu sagen. Und ja, und dann war ich irgendwie befreit. Ich war im Frieden. Ich habe gedacht, wenn ich oben, wenn es den gibt, wovon ich ausgehe, da muss ich wenigstens oben ankommen und muss irgendwo mit meiner Umwelt im Klaren sein. Und da ging es mir gut. Es war so ein innerer Friede, so ein Frieden, den ich davor noch nie hatte. Und mir ging es wirklich gut. Es waren da Bekannte von mir da,
Der Christian Nerlinger hat mich mal besucht, hat mir so ein Buch von Lance Armstrong geschenkt. Ich glaube, der war total überrascht, dass ich so gut drauf war. Ne? Auch der Josef Schneck und andere haben mir erzählt, dass sie beeindruckt waren in dieser Zeit. Und man muss sich das vorstellen, dann kam ja eine Situation, da müssen Gewebeproben entnommen werden, um zu gucken, das wurde bei dir in Köln gemacht. Und bei dem Professor Sturm? Bei dem Professor Sturm. Ja, wir haben dazwischen verschiedene Untersuchungen gemacht, um vielleicht ohne die Entnahme, was natürlich auch mit Risiken verbunden ist, rauszufinden, welcher Tumor das ist. Es gibt ja da 50 verschiedene. Und die Entnahme ist dann bei dem Professor Sturm in Köln gemacht worden. Und das war natürlich für mich ein absoluter Glückstreffer. Ich hatte ein Germinom, was eigentlich hauptsächlich Kinder haben oder junge Erwachsene. Ich bin ja auch schon 28 und was eigentlich auch eher selten vorkommt, ne? Und was als total strahlensensibel gilt. Was für meine Region absolut ein Sechser im Lotto war. Rausnehmen kann man es nicht, also muss es dann bestrahlt werden. Muss man mit den Waffen, die man hat, Strahlentherapie, Chemo hilft eher weniger, dagegen gehen. Und der Tumor ist ein Tumor, der eigentlich in 5-6 Wochen wie Butter schmilzt. Ne? Ist denn da mit der Hoffnung, die du dann wieder hattest, ist da auch die Angst dann zurückgekehrt? Das ist vielleicht... Ja, das war eigentlich schon vorher, als ich dann gemerkt habe, es könnte vielleicht doch noch weitergehen. Und dann schmiedet man wieder Pläne und das bringt wieder neue Unsicherheiten, weil ich habe jetzt eins festgestellt, die Werte verschieben sich vollkommen. Als das damals war, habe ich zu meiner Frau gesagt, am liebsten irgendwo ganz alleine mit ihr leben, unser Kind bekommen und bettelarm sein und Hauptsache leben. Dann ging es weiter in Heidelberg. Dieses Germinom, von dem du gesprochen hast, da gibt es ja auch immer noch unterschiedliche Formen, reines Germinom und die Frage, wie weit ist das schon fortgeschritten? Alles ist bei dir eigentlich super gelaufen. Das heißt, du musstest auch keine Chemotherapie bekommen, sondern eine reine Strahlentherapie, bist dann nach Heidelberg gegangen und du hast uns Bilder mitgebracht, weil du gesagt hast, Leute sollen auch mal wissen, was das bedeutet, eine Strahlentherapie. Ja, weil ich selbst eigentlich... gedacht habe, ich fahre da jetzt hin und es ist wie so Solarium machen. Ne? Man hat ja keine Vorstellung, deshalb habe ich dir die Bilder mal zur Verfügung gestellt. Das ist zum Beispiel eins, du hast 25 Bestrahlungen bekommen, dafür braucht man auch Masken. Wir sehen da im Hintergrund sehr viele Masken, die dafür gemacht werden, damit diese Bestrahlungen präzise vorgenommen werden können. Als du da reingekommen bist und die Masken gesehen hast, hat dich das beruhigt, weil du dachtest, es haben mehrere und es geht auch anderen so, oder... Das weißt du doch, das habe ich dir doch gesagt. Aber als ich da reingekommen bin, das war für mich damals ein Schock. Man sieht ja nicht das ganze Regal, das geht ja nur runter. Da sehen Sie Masken, siehst du Masken in allen Größen, bis Kinder. Und das hat mir das erste Mal so, ich hab gedacht oder gehofft, dass ich einer der wenigen bin da, aber das sind so viele. Und die Ärzte, die Professoren, die beschäftigen sich den ganzen Tag. Ich bin glücklich, dass ich in Deutschland lebe und nicht irgendwo in Kambodscha oder Nordkorea. Die Menschen hätten da überhaupt keine Chance. Und da bin ich auch glücklich, dass es so Ärzte gibt, die sich für so einen Weg entscheiden, sowas zu machen. Und gerade so ein Professor Wannmacher oder Professor Sturm, wenn man da in der Klinik war, die sind morgens um 8 Uhr zur Visite rumgerannt. Und wenn du abends dir um 9 eine Cola geholt hast, hast du die immer noch gesehen. Ich weiß gar nicht, was die für ein Privatleben eigentlich haben. Wenn man sich diese Maske da nochmal anschaut, ich kenne das von meinem Vater, das sieht schrecklich aus. Das ist natürlich gemacht dafür, dass man präzise bestrahlen kann. Du hast schon gesagt, das sieht schrecklich aus. Also es sieht aus wie auf einem elektrischen Stuhl. Ja, so hat es sich auch angehört. Du hast dich da hingelegt, also du hast die Maske anbekommen, das ging dann immer so 5 bis 10 Minuten, bis die sich genau in die Position hatten. Die mussten genau ausmessen dann wieder, dass sie die richtigen Punkte treffen. Also die haben mir am Anfang den ganzen Kopf bestrahlt, die Gesichtspartie mit Blei geschützt und dann halt punktuell dann nur noch auf den Tumor. Mussten die mal genau schauen, dass sie es richtig treffen. Dann ging die Bleitür hinter dir zu und dann ging es los, 20 Sekunden.
Das war wirklich wie auf dem elektrischen Stuhl. Aber gespürt hat man nichts davon. In all dieser Zeit, also mit meinem Vater war es so, wir haben immer Champions-League-Spiele geguckt oder Bundesliga-Spiele, um auch andere Themen zu haben. Wir haben zwar offen darüber geredet, aber es war immer mal gut, Abstand zu haben. Wie nah warst du noch am Sport? Wie nah hast du Borussia verfolgt? Wie eng war da der Kontakt? Ja, anfangs natürlich. Ich habe abgeschlossen gehabt mit dem Fußball. Für mich war eigentlich nur noch wichtig, das irgendwie zu überleben, die ganze Geschichte. Hatte meine Taschen, alles Sportsachen weggetan. Und am Anfang habe ich natürlich mitbekommen, wenn die Fans gerufen haben und die Post, die hat mich jeden Tag gefreut, wenn ich die bekommen habe. Und möchte mich auch hier nochmal bedanken bei allen Fans, besonders bei unseren, aber auch aus ganz Deutschland kamen ja Briefe. Das hat mich unheimlich aufgemuntert. Aber ich hatte trotzdem einen Abstand dazu. Das war für mich, das war Welten weg. Ich hatte andere Probleme. Und heute? Heute trainierst du wieder? Ja, ich bin dann irgendwann zur Weihnachtsfeier gekommen, weil ich einfach meine Mitspieler sehen wollte und denen auch zeigen wollte, ich bin noch da und macht euch keine Sorgen. Und dann nach der Strahlentherapie ging es mir natürlich unheimlich schlecht erst, aber als es dann besser geworden ist, habe ich dann die Pressekonferenz gemacht, bin dann auch wieder zum Training gegangen. Das hat mir unheimlich gut getan, wenn ich die anderen gesehen habe und konnte ein bisschen mit denen Blödsinn reden und so. Und obwohl es bei mir halt was ganz anderes war. Die Jungs waren unter Spannung und ich habe im Prinzip eine Kaffeehausstimmung, die der Matthias Sammer mal angemahnt hat, vor 3 Wochen im Prinzip reingebracht. Ne? Und aber es war einfach schön, wieder bei den Spielern zu sein. Du siehst heute noch diese Doppelbilder. Das hat aber einen Grund, weil der Tumor genau auf diese Sehnervzentren, aber auf Sehnervkreuzung gedrückt hat. Und es ist aber so, dass sich das zurückbilden wird. Zumindest sagen das alle Ärzte, dass das eigentlich normal ist, dass es langsam wieder besser wird. Trotzdem, kannst du dir vorstellen, ich stelle mir jetzt so vor, ein Spiel gegen Bayern, scharfe Franke von Evan Nilsson, Kahn kommt raus, so richtig mit der Birne hinzugehen. Kannst du dir das vorstellen? Das brauche ich mir heute noch nicht vorstellen, weil ich lasse das alles auf mich zukommen, das wird alles besser. Aber ich habe da, also jetzt, wenn du mich jetzt so fragst, sehe ich da eigentlich keine Probleme, warum ich ihm nicht da einen reinköpfen sollte. Ich habe da keine Angst vor seinen Fäusten. Deine Frau? Ihr erwartet in 3 Wochen Nachwuchs. Damals hattet ihr die Kataloge alle da. Hat sich jetzt was verändert in der Einstellung? Wie genießt ihr jetzt die Zeit? Ja, wir freuen uns jetzt unheimlich auf das Baby. Wir sind immer noch gespannt, was es wird. Da wollen wir uns überraschen lassen. Und, schon einen Namen ausgesucht? Namen ausgesucht wollen wir natürlich nicht verraten. Die Vorfreude ist da ganz klar. Und das Kind war für mich eigentlich auch von Anfang an, weil ich habe das ja ein paar Tage vor der Diagnose erfahren, dass ich Vater werde. Und das war für mich immer so ein Ziel am Anfang, das Kind auf jeden Fall zu sehen. Und jetzt ist ja zum Glück alles gut gekommen. Und ich finde auch eine Geschichte schön. Damals, als ich das rausgegeben habe mit der Diagnose, da wussten das ein paar Spieler bei uns in der Mannschaft. Und in der Vergangenheit war es immer so, dass Internas immer nach außen kam. Und gerade wenn das dann rausgekommen wäre, dass meine Frau jetzt auch noch schwanger ist zu der Zeit, hätte es natürlich eine zusätzliche Dramatik reingebracht in die ganze Geschichte. Und da bin ich auch der Mannschaft und den Spielern dankbar, dass das so in der Mannschaft geblieben ist. Und das spricht einfach für die Truppe. Du hast ja gesagt, es gibt wichtigere Dinge als Tore zu machen. Hast aber auch den Optimismus, Oliver Kahn wieder eins reinzusetzen. Deshalb schauen wir uns noch mal einige Tore aus dieser Saison an, die du erzielt hast. Weil ich hab noch lange nicht genug. Denn ich hab noch lange nicht genug. Ich hab noch lange nicht genug. Sagen, wir freuen uns, dass du wieder da bist.
Ich will jetzt nicht irgendein Schlusswort machen oder sowas, aber ich glaube, du hast gesagt, Lance Armstrong hat dir Mut gemacht. Ich glaube, dass du auch vielen Leuten Mut machst. Einmal dadurch, dass du gezeigt hast, dass man selbst in schwierigsten Situationen diese Situation annehmen kann. Und du hast viel Glück gehabt, aber ich glaube, für Leute, die in scheinbar aussichtslosen Situationen sich befinden, ist es gut zu sehen, dass man Glück haben kann. Auch dafür vielen Dank, Heiko Herrlich.